ich habe, ja, was ich habe. zu meinem Lernblock. Im Mina no Nihongo bin ich ja schon vor einer Weile bei Lektion 7 fertig geworden. Und habe mir schon Lektion 8 angeguckt. Ich dokumentiere das auch immer hier, dass ich irgendwie so einen Überblick habe, wann ich was gemacht habe, damit ich das nicht ganz so schludern lasse. Dann habe ich beschlossen zu wiederholen. Natürlich nicht im Mina no Nihongo, das kenne ich ja jetzt schon langsam in- und auswendig. Nein, ich habe mich diesem Buch zugewandt und bin mit dem eigentlich auch schon fertig. Da bin ich zügig vorwärts gekommen. Da habe ich mich nicht mehr so viel an Kleinigkeiten aufgehalten, weil ich muss sagen, irgendwie hatte ich Glück oder ist es immer so aufgebaut, dass es die Themen wirklich auch alle vor der Lektion 8 waren. Grammatikalisch. Ich bin jetzt hier in der Lektion 6 genau da angekommen, wo der letzte Teil dann auch in Lektion 7 dann war. Diese Lektion 6 werde ich dann abschließen. Dann geht es erstmal nochmal zur Wiederholung auch in einem anderen Buch weiter. Das zeige ich gleich, was ich noch nebenzu angefangen habe hier. Landeskunde auf Japanisch für Anfänger. Da habe ich jetzt den ersten Text mal übersetzt. Das sind ja hinten ist es ja auch auf Deutsch drin und es ist auch eine Wörterliste drin. Einfach um den Wörtern jetzt etwas mehr zu widmen, also Vokabeln, Training eigentlich. Dann habe ich mir noch ein Buch gekauft gehabt. Auch wieder ein Lernbuch. Das ist von von den gleichen Autoren wie das große Anime-Lösungsbuch. Da bin ich auch nicht wirklich weiter und durch. Und zwar ist es Japanisch Schritt für Schritt Band 1. Das hat mich sehr überzeugt. Erstens, weil da auch noch draufsteht, speziell auch für Selbststudium. Und zweitens als gute Wiederholung, damit ich auch die Kanji reinkriege und so weiter. Hier werden die 500, erste 500 Kanji gezeigt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele. Jedenfalls soll dieses Buch vom Niveau dann in 5 sein. Also schon Band 1 für ein 5. Hat sich gut angehört zur Wiederholung. Ich habe da auch schon begonnen. Ich bin schon auch bei Lektion 2 fertig. Und es gibt noch ein Band 2. Dann ist es, denke ich mal, soweit abgeschlossen. Jedenfalls sind dann Hiragana abgedeckt, Katakana abgedeckt und ein Teil Kanji. Ich weiß nicht, ob hier noch was weitergemacht wird. Jedenfalls kann man auf der Seite von denen auch zu dem Buch Übungsblätter Materialien, das werde ich mir dann mal anschauen, ja, ausdrucken, runterladen und auch die Audios zu den ganzen Texten kann man da runterladen. Es ist alles kostenfrei. Und hier nochmal das große Anime-Lösungsbuch von Martin Klaus und Maho Watanabe Klaus. Da werde ich natürlich auch weiterlesen, weil doch auch hier die Begriffe wunderschön erklärt werden. Ja, das ist jetzt so der neueste Stand zu meinem Lernblock. Also ich bin schon seit einer Weile wieder fleißig dran in diesem Jahr und irgendwie, wenn ich jetzt Bücher fertig kriege, macht mir das mehr Mut, als wie wenn ich immer bei dem einen Buch wieder anfange, weil ich so lange wieder Pause hatte. Nee, ich ziehe mir einfach ein anderes Einserbuch her. Ich habe ja so viele und schaffe sie dann durch und mit dem bin ich dann fertig. Das ist jetzt dann schon das zweite Buch, wo ich fertig habe. Pons war ja das erste. Dann das hier, dann werde ich wieder im Mina no Nihongo, was mein Hauptbuch bleibt, weiterschaffen, wenn ich hier jetzt nicht weiterkomme. Also wenn hier jetzt dann große Themen drankommen, die ich noch nicht hatte. Das wird wohl bald der Fall sein, habe ich gesehen, weil hinten sind die Zahlen zum Beispiel. Zahlen waren hier nämlich schon dran. Und ja, eben wie gesagt, wegen Vokabeln nebenzu tue ich hier übersetzen. Das war der aktuelle Stand zum Lernblog und ich hoffe, es macht euch noch Spaß hier in meinem Channel. Gianni!